Vielleicht mal kurz in die Galerie gucken. Denn es wurden ja Dinge freigeschaltet. Da. Wurden sie freigeschaltet? Ich weiß es nicht genau. Müssen aber eigentlich. Ich glaube, die waren von Anfang an schon dabei. Und durch die ganzen Bonbons und so, die wir gefunden haben, aber was weiß denn ich. Wir setzen unser altes Spiel fort, das wäre das hier. Und stimmt, wir sind bei diesem Bärenmenschen gelandet. Nachdem das Dunkel alles verschluckt hat und unsere Freunde etc. Und müssen uns einen Brandbeschleuniger zusammenmixen, hier auf diesem Tischchen. Genau. Wir besitzen das Kleeblatt, wir besitzen seltsame Flüssigkeit. Und wir besitzen einen Grafikfehler. Der aussieht wie eine Pizza. Und offensichtlich haben wir bereits eines an der richtigen Stelle. Kann ich das jetzt mischen? Wie ging das? Das letzte Mal hat es noch funktioniert. Nun, man wird sehen. Ich denke, wir müssen zuerst noch einige Zutaten finden, als da wären. Pilzkappe, Kristallstaub und Fliegenpilz. Genau diese Funktion gibt es auch noch. Und unser Mantel, den lassen wir hier. Genau. Und hier haben wir bereits Pilze ausgezeichnet. Wer sieht keinem der Pilze im Buch wirklich ähnlich? Okay. Er sitzt fest in der Erde. Du kannst keinen Pilz abhupfen. Okay. Wozu? Nur so eine Vermutung. Wer sieht keinen der Pilze im Buch wirklich ähnlich? Gut. Ist hier noch nicht aller Tage Abend. Ebenfalls nicht. Ebenfalls nicht. Ja, wer hätte es geahnt? Er sieht übrigens tatsächlich den Pilzen im Buch ähnlich, nämlich dem Fliegenpilz, aber egal. Blaue Pilze.
Die sehen aus wie die Pilze aus der Höhle, in der das Herz war. Gut. Woher kriegen wir den Kristallstaub, frage ich mich. Wir haben einen Mörser, das ist schon mal einiges wert. Oh, und der Fliegenpilz. Der sieht aus wie ein Fliegenpilz. Ich kann ihn auch einfach pflücken. Ja, du kannst ihn einfach pflücken. Aber wenn du ihn pflückst, wird er nicht nachwachsen. Zumindest nicht gescheit. Wenn du ihn jedoch knapp überhalb des Ansatzes abschneidest, hat der Pilz damit überhaupt kein Problem und wächst sofort nach. Aber bitte, rupf ihn aus der Natur heraus, zerstöre alles, was dir unterkommt. Du bist ein Mensch, du darfst das. Ah, und die gelben Kristalle. Her damit. Ja, fühlt sich warm an. Okay. Lass mich raten, den Kristall hast du auch einfach gepflückt. Wie komisch das aussieht, ganz in sich verdreht. Also, zuerst machen wir den Kristall Staub. Irgendwie müsste ich etwas wegraspeln. Mit dem Messer kann ich nicht genug abkratzen, okay? Rätsel über Rätsel. Oh! Würde mich doch schwer wundern, wenn nicht. Genau. Das klappt. Und wir haben direkt den Kristallstaub. Schön. Ich mag Spiele, in denen es darum geht. So. Da fehlt aber noch was. Pilzkappe. Oh, gewürfelt. Okay. Also nehmen wir die Kappe. Nicht gut. Pilzstücke, das hätten wir schon mal. Und wie enthaupten wir den Pilz? Vielleicht einfach von Hand. Ganz vorsichtig. Yep, perfekt. So, gut. Ich lasse die Pizza jetzt einfach mal außen vor. Und, ah ja, genau, okay. Vier Zutaten sind richtig, eine davon ist falsch. Ich bin nicht sicher, wie ich das genau auslöse. Aha. Das heißt, das hier liegt schon mal an der richtigen Stelle.
Oder bedeutet das, so viele Zutaten liegen richtig? Aber an der falschen Stelle. Dann haben wir ja nur Saft im Rezept. Kann doch gar nicht stimmen. Nein, ich will das Rätsel nicht überspringen, auf keinen Fall. Ich möchte es nur mal kurz neu starten und beobachten, ab wann sich denn genau die Veränderung ergibt. Indem ich da drauf klicke. Okay, das ist richtig. Kleeblatt scheint nicht benötigt zu werden. Der Staub scheint an der. Nein! Ich habe einen Rechtsklick gemacht auf den Staub. Okay. Der Staub in der Mitte. Gut. Versuchen wir hier die Pilzstücke. Versuchen wir es mit dem Kristallstaub. Das Kleeblatt. Nein, das Kleeblatt gar nicht. Die Pizza. Okay. Nun gut, ich bin nicht hier, um zu urteilen. Gut, 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 gut. Wir nähern uns dem Ende. Voila. Das ist Französisch für Tada. Blaue Flamme erhalten. Ich hoffe, das ist so richtig. Sie ist ganz warm und flattert wie ein junges Herz. Halt mal die Finger rein. Das funktioniert nicht. Okay. Bei der Gelegenheit will ich mal ganz, ganz, ganz kurz gegenprüfen. Ja, das habe ich mir gedacht. Besser. Wo bist du, Pedobär? Ich eile zu deiner Rettung. Bitte, sei noch am Leben. Cool. Er schläft tief und fest. Sieht aus, als hätte er Pilze sammeln wollen. Hier keine Pilze, aber wer bin ich, um zu urteilen? Herr Grau, wacht auf! Bitte, wacht doch auf! Herr Grau? Nein, 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 nein! Das ist nur ein Albtraum. Ich muss aufwachen. Ich muss einfach nur aufwachen. Das kann nicht passieren. Das kann doch nicht. Hi. Was ist denn los? Ihr seid wach, ihr lebt. Ja, so ganz lebendig fühle ich mich allerdings nicht. Was ist denn passiert? Dem Licht sei Dank. Ich hatte solche Angst. Ich wollte nicht. Nicht schon wieder.
Oje, oje, du hast viel durchgemacht, nicht wahr? Komm, hilf mir auf. Auf dem Rückweg erzählst du mir, was passiert ist, und dann mache ich dir eine warme Brühe. Brühe? Puh, ein Glück. Dann ist die Silberstadt also gefallen. Das ist in der Tat tragisch. Verstehe. Das Dunkel verweilt schon einige Jahre vor diesem Ort. Manchmal hatte ich sogar befürchtet, ich wäre die einzige noch existierende Person. Aber wäre die ganze Welt bereits verschlungen, würde es dieses Fleckchen hier sicher auch nicht geben. Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll. Ich weiß nicht, wo ich herkomme, und jeder, der ich kannte, ist. Das kommt auf deine Wünsche an und wofür du leben möchtest. Dir stehen alle Wege offen. Wow. Wenn ich das nur wüsste, was kann ich denn? Was mag ich überhaupt? Ich weiß überhaupt nichts. Herr Grau, könnte ich eine Weile bei euch bleiben? Es gibt so vieles, worüber ich nachdenken muss, und vielleicht, wenn ich etwas Ruhe habe, vielleicht erinnere ich mich wieder. Natürlich verschwinde ich sofort, wenn ihr das nicht möchtet. Wo stellen wir nur das zweite Bett hin? Ich gehe euch natürlich zur Hand. Danke. Und wieder ein kleines Päuschen, wie es aussieht. Was ist denn da hinten los? Moment. Wenn ich da ganz tief reingreife. Irgendwas hat mich gebissen. Nein, das wird nicht besser so. Okay. Puh, da bin ich echt froh, dass dem Bären nichts passiert ist. Das wäre nach der Silberstadt echt gemein gewesen. Ist immer noch keiner wach? Die Feder kann ich immer noch nicht mitnehmen. Ich klopfe besser nicht, sonst wecke ich ihn, falls er noch schläft. Das wäre eigentlich die Idee vom Klopfen. Da ist er ja schon. Ich dachte schon, du schläfst noch. Und dabei bist du doch die Schlafmütze. Gar nicht wahr. Ich war schon vorher wach, aber ich wollte wissen, wie das Spiel weitergeht. Das könnte ich dir auch verraten. Wie denn das? Na, weil sowas immer ähnlich abläuft. Der Held kommt in Schwierigkeiten, dann wird er gerettet, erfährt, dass er der Auserwählte ist. Ha, genau so war es eben nicht. Dieser Zauberer hat ihn in einen dunklen Wald gezaubert. Da lebt ein Bär und der kümmert sich jetzt vorerst um ihn. Okay. Sag mal. Wo ist Dad eigentlich? Normalerweise hätte der doch längst das Schimpfen angefangen, weil ich nicht beim Frühstück bin. Der ist vorhin weggegangen. Onkel war da und hat ihn überredet. Du meinst Onkel Edmund? Der hat sich doch ewig nicht mehr blicken lassen. Hat mich auch gewundert. Was? Ding Dong. Ja. Naru, ich dachte schon, das wäre mein Dad.
Ja, weil der ja auch klingelt, wenn er nach Hause kommt. Wie das? Scheint, als wäre er bei unserem Onkel. Na, dann wird es ja ihn wohl nicht stören, wenn ich dich mitnehme. Ich denke nicht. Warte kurz, ich hole noch schnell was. Geh klar. Was? Vermutlich liegt die Leiche seines Vaters im Schlafzimmer. Wie nehmen ist das? Nein, es ist kein Bier. Wie sie aussieht, die benutzte Gläser, Teller von der Pizza, vergammelte Cola. Ja, was willst du holen? Ich bringe ihn dazu, Eraio zu spielen. Dann sieht er mal, dass das Grafik nicht alles ist. Ah, er hat das Spiel dabei. Okay. Ist das nicht das Spiel, das du im Laden geschenkt bekommen hast? Yep. Glaub mir, du musst dir das anschauen. Er ist davon besessen. Gar nicht wahr. Außerdem bist du nicht besser. Wenn du ein gutes Buch hast, dann schleppst du es auch überall mit hin. Zankt euch doch nicht. Alex, willst du auch mitkommen? Nö, ich warte auf Dad. Ich will wissen, was Onkel Edmund wollte. Auch gut. Gehen wir? Okay. Ah, so, du folgst jetzt mir, okay. Müsste ich nur noch wissen, wo du wohnst. Oh, eine kleine Katze. Warum läufst du eigentlich die ganze Zeit hinter mir? Weiß auch nicht, hab wohl zu viele RPGs gespielt. Das erklärt so einiges. Muss ich auch mal machen, wenn ich irgendwann mal mit Freunden unterwegs sein sollte. Oh, ich vergaß, ich habe keine Freunde. Dann laufe ich einfach irgendwelchen Fremden nach, die ich am Bahnhof treffe oder so. Warum haben wir nicht auch solche Traditionen? Dabei sind die doch eigentlich sehr schön. Ah, das ist so ein kleiner Schrein. Cool. Erstmal fett in die Küche und mit Straßenschuhen darf ich da nicht rein. Okay. Könntest du auch ausziehen und nein. Ja, so sieht's schon besser aus. Okay, was machen wir? Ich versuche gerade einen 100% Run in Legend of Zelda Flöte der Zeit. Flöte der Zeit. Ah, da wirst du eine Weile dran sitzen. Deswegen sollst du mir helfen. Vier Augen sehen mehr als zwei. Klar, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Du musst die Melodie spielen. Darauf kommt doch keiner. Du hast das namensgebende Instrument im Inventar. Oh. Hey, Naru. Das Spiel, das ich im Laden mitgenommen habe, das ist echt gut. Was ist das überhaupt? Das hat nicht mal ein gescheites Cover. Ist vielleicht so, weil es schon ein wenig alt ist. Aber es hat schon Mausunterstützung. Achtung! Ihr seid gestorben. Falsches Spiel, Naru.
Darf ich es dir installieren? Darf ich? Darf ich? Du gibst ja sonst keine Ruhe mehr. Es wird dir gefallen, glaub mir. Das werden wir noch sehen. Na komm, leg los. Halt! Hä? Tut sich nichts. Bei mir ging es doch. Start es mal direkt von der CD. Die CD ist geschmolzen. Ist leer. Vielleicht hast du es deswegen geschenkt bekommen. Josh, ich glaube, du hast sie dein Spiel nur eingebildet. Aber ich hab's doch. Wie ist das möglich? Am Betriebssystem kann es nicht liegen. Du hast dasselbe. Die CD zu löschen geht auch nicht. Ist nicht wiederbeschreibbar. Guck mal im Internet danach. Hey, eine Stadt in Indien heißt so. Gibt es da einen Zusammenhang? Nö, irgendwas heißt doch immer genauso wie irgendeine Fantasy-Welt. Was zum, warum findet sich nichts dazu? So alt kann das doch nicht sein. Vielleicht wurde es von einer Privatperson entwickelt, das würde es erklären. Und die CD kann einfach kaputt sein. Wenn das Spiel so, schon so alt aussieht, wer weiß, wie alt dann der Datenträger ist. Meinst du? Schon möglich. Ach Mano, dann muss ich es auf einen USB-Stick speichern. Tu das. Und jetzt zurück zu meinem Run. Ich werde nach Hause gehen. Vielleicht weiß Alex ja schon, was los war. Ah, was los war. Okay. Und ich werde mal eine Komplettlösung suchen. Wäre vor einem 100% Run vielleicht noch eine gute Idee. Bis dann. Man sieht sich. Was war das? Ich hab doch gar nicht geflucht. Josh, deine CD liegt noch hier. Wirf sie einfach weg. Wie du meinst. Ja, ich kann es ja probieren. Der schöne Schrein und... Ich finde das extrem schön mit diesen Blättern. Nicht? Ja, ich bin's nur. Ach so, komm rein. Das Licht brennt, sehr löblich. Ist Dad noch nicht zurück? Doch, aber er ist, als er zurückkam, ohne ein Wort im Schlafzimmer verschwunden. Was bei Onkel Edmund wohl passiert ist? Ich habe da so eine Vermutung. Schieß los. Das Haus gehört ihr Großvater, aber Ma hat hier gewohnt. Nur Ma hat hier gewohnt. Ja und? Naja, alle Kinder haben ein Anrecht auf das Haus und wenn sie da nicht leben, können sie sich einen Anteil ausbezahlen lassen. Du meinst... Edmund war ja schon immer so ein knausriger Typ, aber er weiß doch, dass wir uns das nicht leisten können. Das dachte ich auch. Aber als er Dad abgeholt hat, das sah er nicht besonders gut aus. Ob er krank ist?
Oder er hat angefangen zu trinken. Oder zu spielen. Oder es ist ihm egal. Aber wenn er wirklich das Geld will, wo sollen wir das denn hernehmen? Dad hatte vorhin Papiere dabei, als er zurückkam. Vielleicht hat der Onkel Edmund schon einen Kreditvertrag vorbereitet. Wie unfair, damit würde er Dad ja überhaupt keine Wahl lassen. Na, ja, stimmt. Ich hoffe wirklich, ich habe Unrecht. Oh Mann, das hoffe ich auch. Sonst wird er noch unerträglicher. Es tut weh, wenn das so ist. Am liebsten würde ich mich dann jedes Mal unter der Decke zusammenkauern und... Alex? Entschuldige. Quatsch, entschuldige dich doch nicht. Du darfst auch mal Gefühle zeigen. Ich will nur... Es ist so schon hart genug. Da muss ich nicht auch noch... Hey, hör mal, Dad benimmt sich vielleicht wie ein Arsch, aber zu mir kannst du trotzdem kommen, wenn es dir mies geht. In Ordnung? Ich weiß, dir fehlt so etwas schwer, aber ich bin dein Bruder und ich bin immer da. Wir müssen zusammenhalten. Okay, Josh, ich versuch's. Ich schätze, wir können heute nichts mehr tun. Mal sehen, was Dad morgen sagt, falls er überhaupt den Mund aufmacht. Ja. Wie auch immer. Schlaf gut. Gute Nacht. Nachmittags um 3. Mann, was für ein Tag. Mal sehen, ob ich Erayu irgendwie sichern kann. Ich habe mir sicher kein ganzes Spiel eingebildet. Alex hat's doch auch gesehen. Da ist es doch. Es ist noch nicht so spät, ich kann eigentlich noch etwas spielen. Die erste Nacht war die schlimmste. Alles brach über mir zusammen und ich konnte nur Stunde um Stunde bittere Tränen weinen. Herr Grau wachte die ganze Zeit über an meiner Seite. Irgendwann übermannte mich der Schlaf und während der nächsten Tage war ich kaum mehr als eine leere Hülle. Herr Grau gab mir schließlich eine Aufgabe und überließ es mir, nach den erloschenen Kerzen zu sehen. An manchen Tagen traf ich Fuchs wieder. Er lehrte mich zu jagen und zeigte mir, wo die saftigsten Beeren wachsen. In der Dunkelheit gedeihen ganz andere Pflanzen, sie schmecken bitter und haben seltsame Farben. Herr Grau freut sich über meine Mitbringsel. Wir essen jeden Abend zusammen und ich erzähle von allem, was ich im Wald gesehen habe. Und nach fühle ich mich lebendiger. Die Ruhe hier, diese Routine, das alles tut mir gut. Nur erinnern kann ich mich trotz allem nicht. Es scheint mir auch nicht länger wichtig. Ich bin hier und Herr Grau scheint sich über meine Gesellschaft zu freuen. Er muss sehr einsam gewesen sein bisher. Ich brauche ein wenig frische Luft. Ich kenne diese Stimme. Wo habe ich sie nur schon einmal gehört? Es fühlt sich an, als würde sie aus dem Dunkel nach mir rufen.
Hier bist du. Hattest du wieder Albträume? Es sind nicht wirklich Albträume. Ich höre ein Flüstern in meinem Kopf, ich verstehe kein Wort davon, aber ich fühle, wie es ruft. Wie lange bin ich eigentlich schon hier? Es fühlt sich an, als wäre kaum Zeit vergangen. Und gleichzeitig, als wären es schon Jahre. Ich habe ein Zeitmesser. Ich weiß nicht genau, wie er funktioniert, aber sofern er nicht kaputt ist, müssten es erst wenige Monate sein. So lange schon. Zieht es sich fort? Ich weiß es nicht. Ich will wissen, was nach mir ruft. Ich will wissen, wer ich war. Es hat mich sehr gefreut, dich bei mir zu haben, aber ich kann dich nicht festhalten. Was meint ihr damit? Ich weiß doch überhaupt nicht, wo ich suchen muss. In dir selbst natürlich. Komm in meine Hütte zurück. In meinem Buch gibt es eine Trankformel, die dir vielleicht hilft. Es ist kein sehr komplizierter Trank. Er lässt sich tief in dein Innerstes blicken. Vielleicht wirst du dort deine Antwort finden. Also träume ich und bin dabei wach? Es ist eher eine Art Trance. Setz dich am besten auf den Boden. Du solltest dabei nicht einschlafen. Noch ein wenig hiervon und das. Diese Träume scheinen sehr stark zu sein. Du solltest ihre Ursache also leicht finden können. Ich hoffe es. Tief in mich blicken, erfahre ich dann vielleicht auch, wer ich bin? Bäh, das schmeckt widerlich. Viel Glück, mein Junge. Was war das? Okay. Dieses Leuchtedings für das Kristallherz. Und hier die Feder natürlich, nicht? Nehmen wir halt die Kätzchen mit. Oh. Halsband. Und hier, die Kupfermünzen. Nicht?
Ich bin leicht überfordert, was ich gerade tun muss. Ah, hier bestimmt der Energiestein. Yep. Wir müssen das Spiegelbild vervollständigen. Alles klar. Was fehlt denn hier? Ich denke, bei dir war es das. Oh. Das Herbstblatt? Nein. Die Ringe? Für mich sehen die beide genau gleich aus. Und wirklich viel bleibt ja nicht mehr übrig. Nein. Das ist dieser Zauberjunge, der uns weggezaubert hat. Du hast es geschafft, das ist gut. Willst du mit mir kommen? Ich verstehe, du brauchst Zeit. Du heißt Daydream, habe ich recht? Du musst mich finden. Der Alte kann dich zu mir bringen. Sag ihm das. Wach auf, Daydream. Ich war doch eben noch. Wann bin ich denn schlafen gegangen? Wie seltsam. Ja, allerdings. Das lässt mir keine Ruhe. Ich werde nur kurz nachsehen. Hast du Glück mit dem PC, wo in 2 Sekunden startet? Schön, du bist wieder wach. Hey, warte mal, wieso hat das das Hauptmenü übersprungen? Und gespeichert hatte ich doch auch nicht. Oder? Wie seltsam. Hat es dir geholfen? Kann es Wesen geben, die nicht existieren? Die nur denken, sie wären echt? Wisst ihr, ich dachte, ich hätte meine Erinnerung verloren, aber was, wenn ich überhaupt keine habe? Ich dachte, sie würden durch den Trank vielleicht zum Vorschein kommen. Der Trank, als habe ich das doch gespielt.
Aber da war nichts, nichts, was ich nicht kenne. Denk nicht so, mein Junge. Was immer deine Erinnerungen blockiert, kann auch dafür sorgen, dass sie versteckt bleiben. Weißt du, Vergessen entsteht, wenn das Vergessene zu schmerzhaft ist. Du bist einfach noch nicht bereit. Ich hoffe, ihr habt recht. Herr Grau, ich habe ihn gesehen, er war in meinem Traum. Er meinte, ihr könntet mich zu ihm bringen. So, so, wie seltsam. Ich traf einmal einen Mann, er sagte, er würde eines Tages jemanden zu sich rufen. Wer war er? Der Wahrsager unserer ewigen Prinzessin. Ich werde dich zu ihm bringen. Aber zuvor, lasst uns frühstücken. Okay, das ist echt verwirrend. Wann zum Henker bin ich schlafen gegangen? Ist das hier vielleicht einfach ein Traum? Fühlt sich irgendwie nicht so an. Wie lange ist es her, dass ich so spät nachts noch wach war? Es ist 3 Uhr. Es ist so schön ruhig. Wie damals, als es die Mondfinsternis gab und Mom uns mit rausgenommen hat, damit wir sie ansehen konnten. Ach, Mom. Gut, dass ich das Foto vor Dad verstecken konnte. Das letzte von ihr. Ich glaube, das hätte sie gemocht, dass ihr letztes Foto so ein glückliches ist. Ich weiß noch genau, es war kurz vor Weihnachten. Alex wollte unbedingt seinen Lieblingspulli anbehalten und Mom ging es so gut wie lange nicht mehr. Sogar Dad hatte richtig gute Laune. Schön gezeichnet. Es ist so plötzlich alles so viel schlimmer geworden. Wahrscheinlich war das das letzte Mal, dass Dad wirklich gelächelt hat. Jetzt hängt er nur noch Erinnerungen nach und alles andere ist ihm egal geworden. Obwohl er versucht, das vor uns zu verstecken. Mist, ich sollte echt wieder ins Bett. Was für eine seltsame Nacht. Ende der Testversion. Danke fürs Spielen. Alles klar. Nun, das war plötzlich.